Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, ich wollte zu diesem Tagesordnungspunkt hier eigentlich nicht sprechen, aber eine kurze Intervention sagen wir hier schon gestanden. Ich werde ja immer ein bisschen misstrauisch mittlerweile aus Erfahrung, wenn ich höre, ein bestimmter Punkt sei eine Querschnittsaufgabe. Das heißt nämlich immer, man möchte das eben so nebenbei mal abwickeln und eigentlich gar nichts wirklich inhaltlich intensiver diskutieren. Und gerade das Beispiel Alexa ist ja für mich auch eher ein abschreckendes Beispiel. Ich habe diese Ausführungen des Oberbürgermeisters ja mittlerweile auch schon mehrfach genossen, nicht nur beim Jahresempfang, sondern auch in Fivico. Und ein abschreckendes Beispiel dafür, wie unkritisch teilweise mit diesem Thema umgegangen wird, denn da sind natürlich auch bestimmte Fragen berührt, wie Überwachung etc. und bestimmte Punkte, die manchmal wesentlich differenzierter und kritischer diskutiert gehören, als das ebenso am Rande als einer der Tagesordnungspunkte beim FIWIGU im Rahmen eines etwa 20-minütigen Vortrags. Und ich denke, das kann der FIWIGU eben in seiner Breite und Tiefe so nicht abdecken. Ich glaube auch eher, wenn wir einen solchen Ausschuss einrichten würden, dann hätten wir mehr Anfragen, mehr kritische und auch sachliche Diskussionen zu dem Thema, als das momentan gegeben ist und von den Arbeitskapazitäten des FIWIGU auch möglich ist. Und dass ein Ausschuss nicht der einzige sein muss, in dem ein bestimmtes Thema abgehandelt wird, das ist ja nun eigentlich Alltag. Wir haben die Radverkehrsanträge sowohl im FIWIGU als auch im Stadtentwicklungsausschuss. Das sollte meines Erachtens nicht das Problem sein. Danke. Herr Oberbürgermeister.